Läuft wunderbar. Herzlich willkommen, ihr Lieben. Und ja, ich freue mich auf dieses Interview mit der Elisabeth Kollmann. Wir sprechen heute darüber, wie du ein Online-Business starten kannst mit Familie. Und zwar ganz speziell für Mamas, wie wir dieses überhaupt total überwältigende Thema, ein Online-Business irgendwie in die Welt zu bringen, mit Familie, mit Jonglieren, Kinder haben und irgendwie vielleicht noch nicht so ganz klar zu sein mit seinem Thema. Das ist genau das, was die Elisabeth macht. Die Elisabeth ist Geschäftsmama, so nennt sie sich, und ich finde diesen Titel einfach total cool. Dein Claim ist ja, weil beides geht. Und ich finde das total cool. Ich werde dich heute ein bisschen ausquetschen, denn die Elisabeth hat heute ein Webinar gehalten zum Thema, wie man starten kann mit einem Online-Business. Wie ist denn der Fahrplan? Denn wir kennen das vielleicht, wenn wir online starten, ist das immer total überwältigend. Das ist so viel zu tun und wir haben das Gefühl, irgendwie alle arbeiten rund um die Uhr, und die Elisabeth macht es genau anders. Und sie zeigt uns, wie man es schaffen kann, dass man tatsächlich Vereinbarkeit zwischen Familie und Beruf hinbekommt, ohne so viel arbeiten zu müssen, mit Leichtigkeit. Und Elisabeth, ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Herzlich willkommen. Ja, danke sehr. Ich freue mich auch sehr, dass ich da bin, weil ich da meine Vision in die Welt hinaustragen darf, weil nirgends, irgendjemand hat mal beschlossen, dass man so, wenn man erfolgreich sein will, 60, 70 Stunden arbeiten muss. Ich weiß nicht, wer das war, aber es geht auch ganz anders, und ich arbeite 20, 25 Stunden und das geht auch. Ja, und wir kennen uns jetzt ja schon einige Jahre. Wir haben uns schon ein paar Mal live gesehen und das finde ich immer ganz inspirierend zu sehen, wie deine Business-Entwicklung auch war. Wann hast du dich selbstständig gemacht eigentlich? Also selbstständig bin ich seit 2010, da hatte ich ein Offline-Business, habe als Trainerin und als Coach gearbeitet, habe in großen Unternehmen trainiert und habe dann kam mein Sohn auf die Welt 2014 und dann kam die Erkenntnis, dass ich so nicht weitermachen will. Und so ist dann überhaupt die Idee geboren, ein Online-Business zu machen und dann auch gleichzeitig die Idee, dass ich Müttern helfen will. Also die Spezialisierung auf Mütter ist überhaupt erst entstanden dank meinem Sohn, weil mich da wirklich die kalte Wut gepackt hat. Es wird so wenig für Mütter gemacht, also vom Staat, also zumindest in Österreich, vom Staat, von der Sozialversicherung, egal wo ich hinschaue, Wirtschaftskammer, gibt es eigentlich nichts für Mütter. Und wir schaffen es, dass diese Gesellschaft überlebt. Ja, ohne uns gäbe es ja hier niemanden. Hallo. Und da hat mich wirklich so diese Wut gepackt. Ich will Mütter unterstützen, ich will Mütter begleiten, ich will, dass Mütter finanziell unabhängig sind. Das ist auch für die Partnerschaft so wichtig. Und ich will, dass Mütter unseren Kindern zeigen, wenn ich meine Vision lebe, wenn ich meinen Traum lebe, bin ich damit erfolgreich, bin ich glücklich und ich kann es auch vereinen. Ich muss nicht wählen, ich bin frei. Ich finde das total toll, weil wir ganz viele Parallelen haben, auch bei mir. Ronja kam 2014 und bei mir war das damals tatsächlich auch so, dass durch Ronja und diese Erkenntnis, ich will nicht mehr in diesem Hamsterrad bleiben, diese Idee überhaupt zum Online-Business entstanden ist. Und das ist ja genau das, was du zeigst. Wie können wir denn von einem, ja, nicht nur Angestelltenverhältnis, sondern auch von einem Business, das wirklich, wo du die ganze Zeit nur arbeiten musst, wie können wir das umwandeln in ein Business, das für uns arbeitet, das uns genau diese Freiheit ja gibt als Mütter, trotzdem noch für unsere Kinder da zu sein, aber auch für uns selbst, weil das finde ich, zeigst du als Vorbild immer ganz, ganz toll, wie man das hinbekommt, dass man auch für sich selbst noch Zeit findet. Und das ist für mich das, was du verkörperst. Und ich würde heute gerne ins Thema reinspringen, was machen wir denn? Womit starten wir? Also wie können wir jetzt, wenn wir noch so gar nicht eine Ahnung haben, ein Online-Business aufzubauen, wie fangen wir an? Denn du machst gerade eine Webinar-Reihe, wo du drei Themen vorstellst. Das war heute das erste, heute früh. Und da wollen wir heute jetzt natürlich mal so ein paar Tipps von dir haben. Und dann hast du noch ein zweites Thema, da gehst du dann in diese Vereinbarkeit rein. Also wie kann ich das hinbekommen, auch tatsächlich mit gutem Zeitmanagement hier dann auch tatsächlich ganz effektiv zu arbeiten. Und dann das nächste Thema ist, wie komme ich dann auch an Geld? Also wie kann ich dann auch tatsächlich schon relativ schnell auch Umsatz machen? Aber gehen wir mal ganz zum ersten zurück, denn die Anmeldung findet ihr alles in der Beschreibung, könnt ihr gerne mal nachschauen.
Wie fangen wir denn an? Was hast du heute im Webinar erzählt, was du heute in diesem Interview einmal erzählen kannst, meiner Community? Also ich habe zum Thema Vereinbarkeit, das ist mir ein ganz großes Anliegen, ganz großes Thema. Darum geht es wirklich morgen. Hier heute war der Fahrplan dran, wie man startet. Hier steht es auch noch, wie und wo du dein Online-Business startest. Und das, was viele machen, ist, die fangen mal an mit der Website. Die fangen mal an mit, ich muss auf Social Media da und da und da und dort sein. Ja? Ich muss mal schnell List-Building machen. Ich brauche Leute im Newsletter. Und ja, das stimmt schon alles, aber der erste Schritt, und das nenne ich das magische Dreieck, übrigens, es gibt Aufzeichnungen, man kann sich das dann auch noch in Ruhe anschauen in der ausführlichen Variante, ist das magische Dreieck, und um das lassen viele gerne aus. Und das magische Dreieck ist die Zielgruppe, das Problem der Zielgruppe und deine Lösung. Und das gehört mal ganz klar definiert. Ich brauche keine Website, ich brauche keinen Social-Media-Auftritt, wenn nicht klar ist, wer die Zielgruppe ist. Und ich sage das auch gleich, Mütter sind keine Zielgruppe. Also ich höre das ganz oft so, meine Zielgruppe sind Mütter. Ich sage, das ist toll, aber sind diese Mütter Naturliebhaberinnen, sind die Akademikerinnen, sind die beides, sind die, gehen die gerne, was auch immer, leben die in der Stadt, leben die am Land, haben die 5 Kinder, haben die 1 Kind, was heißt das? Ja? Mütter sind keine Zielgruppe, ganz wichtig. Die gehört viel genauer definiert. Und das Problem der Zielgruppe gehört genauer definiert, genauso wie die Lösung. Denn viele kommen auch mit so einem riesigen Bauchladen daher. Und das glaube ich auch aufs Wort. Ich meine, ich kann auch alle möglichen Sachen, ich lebe ja auch schon länger. Ja? Aber der riesige Bauchladen führt dazu, dass man sehr verwechselbar wird. Ja? Und der Punkt ist, man beginnt mal da und macht dann mal wird sich klar darüber, was ist mein USP? Was ist mein Alleinstellungsmerkmal? Was mache nur ich? Was macht mich so besonders? Was unterscheidet mich vom Rest der Welt? Und davon bin ich auch überzeugt, wenn wir unsere Einzigartigkeit leben, die darf kratzbürstig sein, die darf anders sein, die muss auch nicht 90, 60, 90, Kleidergröße 36 haben. Ja? Also wenn wir unsere Einzigartigkeit leben, dann sind wir in unserer Kraft, dann sind wir in unserer Stärke und dann können wir auch erfolgreich sein. Und da geht's mal los. Und der Rest, der kommt dann. Und in dem Fahrplan geht es dann natürlich auch um Social Media Analyse. Und dann um die Frage, wo kann ich wenn ich mal weiß, wo meine Zielgruppe ist, kann ich mir auch überlegen, wo präsentiere ich meine Expertise? Ist das ein Blog? Ist das Insta-Live? Sind das Reels? Ist das Facebook Live, habe ich eine Facebook-Gruppe? Das muss ich mir dann überlegen, aber da bräuchte ich auch zuerst die Zielgruppe und das Problem und meine Lösung. Das merke ich jetzt immer, wir fangen im Masterkurs bei mir, geht es ja um Marketing, ja, also eigentlich sollte die Positionierung stimmen, das sollte klar sein, man sollte schon wissen, was jetzt der nächste Schritt ist, aber wir fangen immer damit an, nochmal wirklich das zu schärfen, was du gerade genau gesagt hast, ja, so wirklich das Dreieck nochmal zu schärfen. Und ich merke, dass genau die, die das klar bekommen, die haben Erfolg. Alle anderen scheitern. Das ist wirklich, deswegen ist es super, dass du damit anfängst. Das ist der erste Schritt, wenn wir in der Positionierung klar sind und genau wissen, wen wir ansprechen, welcher Message wir diese Menschen ansprechen, ist alles andere nebensächlich. Und das ist das Schöne. Es wird dann gar nicht so technisch. Wir müssen uns aber einmal erstmal in diesem ersten Schritt überlegen, was wollen wir überhaupt machen? Was lösen wir für ein Problem? Ja, super. Finde ich richtig gut. Genau da setzt es an. Ich finde es immer total spannend, dass viele das überspringen wollen und schon in den nächsten Schritt reingehen wollen. Und mit der Website beginnen. Der Website beginnen. Ich sehe das jetzt gerade, ich habe jetzt gerade letzte Woche mit einem Kollegen von mir gesprochen, der hat noch nichts. Ja? Und er will etwas anbieten. Also macht nicht das Gleiche wie ich, aber ein guter Freund von mir. Und er baut gerade seine Webseite im Hintergrund, ist natürlich noch nicht sichtbar und er will jetzt sein Logo in Auftrag geben. Und ich denke mir so, nein, das ist genau das Falsche, genau das solltest du nicht tun. Bei mir hat sich das Logo jetzt schon 4-mal verändert. Ja.
Ja. Und es ist mir gerade völlig egal, wie das Logo aussieht. Auch meine Webseite ist 5 Jahre alt. Es ist völlig egal. Wenn diese Message nach außen noch nicht steht, dann kann es. Und am Donnerstag, im dritten Teil des Webinars, der Webinarreihe, erkläre ich übrigens, wie man Geld verdient, noch bevor man eine Website hat und noch bevor man eine Newsletterliste hat. Ja. Natürlich braucht es irgendwann eine Website. Die Website ist die Visitenkarte, das ist keine Frage. Aber man kann einfach davor schon anfangen, Geld zu verdienen, noch ohne Website. Und man kann auch schon Geld verdienen, noch ohne Newsletterliste. Dass man die auch irgendwann braucht, ja klar. Aber man kann, ich finde es auch eben gerade für Mütter, ich finde es so wichtig, dass Mütter wie gesagt, finanziell unabhängig sind, dass sie auch schnell Erfolge sehen, weil man ist als Mutter schon, man hat so viele Bälle in der Luft, ja, und dann ist es einfach schön, wenn man relativ schnell auch schon mal einen Erfolg sieht von seinem Tun. Also ich finde das sehr spannend von der Herangehensweise. Mich würde jetzt mal interessieren, für alle, die zuschauen oder auch für alle, die Aufzeichnung gucken, wie sieht das bei euch aus mit der Vereinbarkeit? Habt ihr das Gefühl, ihr kriegt das gut hin? Ja? Weil genau das, was die Elisabeth gerade erklärt, ist diese Leichtigkeit, die ich mir total gewünscht hätte am Anfang, die ich nicht hatte tatsächlich. Ich habe versucht, überall zu sein. Und ich habe das nicht gut hinbekommen am Anfang, auch wenn ich jetzt immer noch sage, dass meine Kinder mich quasi zu diesem Erfolg gebracht haben, weil ich mir dann ja selbst, ich musste mir das überlegen dann irgendwie, ne? Wie kriegst du es hin? Weil ich musste jonglieren und habe es mir dann irgendwie alles selbst beigebracht. Ich habe mir jetzt auch zum Beispiel immer so Fokusthemen, ne? Also ich überlege mir, was ist diese Woche wirklich wichtig und alles andere wird von mir komplett weggeblockt. Und das hängt jetzt hier bei mir am PC und erinnert mich die ganze Zeit, nur diese 3 Themen, alles andere darf nicht gemacht werden, muss erstmal weggeschoben werden. Spannend. Und da ist für mich dann so ein Fokus schon da. Aber das hat jetzt Jahre gebraucht, bis ich diese Ideen hatte, wie kriege ich das hin? Und da freue ich mich einfach total, dass du genau für diese Zielgruppe da ganz konkret dann Tipps hast, um sie da mitzuführen und ihnen dann die Hilfestellung zu geben, das von Anfang an gleich ordentlich zu machen, ja, ohne sich selbst zu überfordern. Mhm. Ja. Und das ist auch, und ich finde, also ich werde auch, also mittlerweile nicht mehr, aber ich wurde zu Beginn immer wieder gefragt, naja, aber kannst du mir nicht nur Online-Marketing erklären? Und das gibt's bei dir, kann man bei dir auch nur Online-Marketing buchen? Das ist etwas, was ich immer wieder gehört habe, weil in meiner Erfolgsformel, das ist mein Kurs, der am 20. Oktober startet, da geht es um genau meine Lösung. Für mich gilt das Dreieck ja genauso. Und meine Lösung ist, da gibt es mal 3 Säulen, bevor wir uns überhaupt über das Online-Marketing unterhalten. Und das erste ist, wie ich jetzt angesprochen habe, Positionierung, Blockaden lösen, da mal klar sein, Blockaden lösen, ganz großes Thema auch immer bei Müttern. Zweitens, Zeitmanagement. Wir brauchen nicht über Online-Marketing zu reden, wenn die Zeit nicht da ist. Ja? Und ich bin dagegen, dass man mehr macht und schneller arbeitet im Hamsterrad. Ich bin dafür, dass man effizienter und fokussiert arbeitet. Und das dritte ist, und das fällt ganz schnell hinten runter, und das ist Stressmanagement, Burnout-Prophylaxe, überhaupt mal zu erkennen, bin ich im roten Drehzahlbereich oder wo bin ich eigentlich? Ja? Und wenn diese 3 Säulen stehen, dann reden wir bitte über Online-Marketing, weil dann kann man auch ein stabiles Business aufbauen. Und dann sprechen wir darüber, was List-Building ist und wie und was ist ein Freebie und welches Freebie passt gut zur Zielgruppe und. Klar. Das ist alles dringend und wichtig, keine Frage. Aber ich brauche mal die Themen, die Mütter betreffen. Und wie gesagt, ich habe es eh auch schon gesagt, es ist mir so ein Anliegen, Mütter zu stärken und unterstützen, weil es auch so wenig gibt für Mütter. Und das ist eigentlich total ungerecht. Ja, das finde ich total gut, weil genau das fällt bei mir halt immer runter. Bei mir geht es ums Marketing, aber da sind diese Grundlagen, die du gerade beschreibst, eben einfach eher komplett Nebensache. Also ich erwähne das vielleicht mal im Nebensatz. Ich erkläre, wie ich es mache, aber wir thematisieren das natürlich nicht. Ja, wir haben auch ganz viel Mindset. Ich weiß, du hast auch ganz viel Mindset bei dir drin natürlich. Brauchen wir alle. Aber diese Grundlagen einmal klar zu bekommen, um diese Leichtigkeit reinzukriegen, und ich sehe schon einige Kommentare, die das nicht so ganz hinkriegen mit dem Stressmanagement, mit der Vereinbarkeit, ja. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Also diese Grundlagen einmal klar zu bekommen, um dann wirklich durchstarten zu können. Weil, also was ich immer wieder merke, wenn wir verkaufen wollen online und sichtbar werden wollen und Reichweite bekommen möchten,
dann hat das sehr viel oder, also ich sag mal zu 99% mit unserer Energie zu tun. Welche ja. Energie können wir nach außen geben? Und wenn wir völlig kurz vorm Burnout stehen, wenn wir völlig kaputt sind, dann kauft auch niemand bei uns, weil die halt genau sehen, das wird so niemals von dieser Frau so. Ja, vor allem ist man dann auch grantig und ungerecht zu den Kindern. Man ist dann ungeduldig. Das zieht der Kreis. Also das eine ist, dass man beruflich nicht dort ist, wo man gern sein will. Aber das andere ist ja, dass dann die Kinder volle Breitseite das abkriegen. Ja? Oder wenn ich Nächte durcharbeite, ja, wie soll es mir dann in der Früh gehen mit den Kindern? Ja. Wenn die dann einen Trotzanfall schieben, weil ich will jetzt nicht Zähne putzen, ich will mich jetzt nicht anziehen. Was halt ist, ja. Und dann ist aber kein Nerv mehr dafür da, da ist dann kein Raum mehr da. Und das darf nicht so sein. Und das geht anders. Ja, ja super das gut. Also da würde mich jetzt bei den Zuschauern mal interessieren, bei euch, wie war das, als ihr mit dem Business gestartet seid? Was war zuerst da? Webseite? War der Reichweitenaufbau zuerst da? Eure Facebook-Seite? Habt ihr diesen Fokus gehabt? Habt ihr überhaupt an Zeitmanagement schon mal gedacht? Also war das schon überhaupt mal Thema bei euch? Oder läuft das irgendwie so nebenher und ihr versucht irgendwie alles zu jonglieren? Weil das sehe ich sehr, sehr häufig eben. Und deswegen finde ich das so toll, dass du dich da auf diese Zielgruppe, auf uns spezialisierst, wo wir tatsächlich einfach auch nochmal andere, also sehe ich halt viele Kollegen von mir zum Beispiel, die keine Kinder haben, meine Güte, haben die viel Zeit, denke ich mir. Ja. Also, oh mein ja. Gott. Ja, ja, ich weiß genau, was du meinst. Ja. Aber die Wahrheit ist, dadurch, dass wir Kinder haben, arbeiten wir schneller, konzentrierter und haben auch für gewisse Dinge keine Zeit und das macht doch gar nichts. Also das wirklich, Elisabeth, das ist eines der Dinge, die ich genial bei dir finde. Und das werden, wenn ihr euch jetzt anmeldet für die Webinarreihe, ihr werdet es sehen. Elisabeth ist auf einem sehr hohen Level, finde ich, ja, von der Außenwirkung. Es sieht richtig schick aus. Aber achtet mal bitte darauf, es ist nicht immer alles perfekt. Es darf auch manchmal einfach auch schnell gehen. Es darf auch manchmal einfach mal ein Video sein, das vielleicht nicht perfekt ausgeleuchtet ist oder ähnliches. Unperfekt perfekt ist mein Lieblings-Hashtag. Ich liebe das einfach. Und genau da sehe ich auch meine Erfolgsstrategie, zu wissen, dass ich mache, umsetze und nicht darauf warte, bis das Video perfekt ist und es 10-mal aufgenommen habe. Ich mache einfach. Ich setze um. Ja, genau. Und das ist, sehe ich bei dir auch so. Es ist unsere Erfolgsstrategie umzusetzen. Und wie genau das geht strategisch, das erklärst du dann ja noch in den Webinaren. Also wer da noch mehr wissen möchte, ja, der kann sich das gerne anschauen. Wir haben den Link hier direkt natürlich in der Beschreibung drin. Und du hast ja auch eine eigene Facebook-Gruppe, wo ihr dann die Elisabeth ausquetschen könnt. Und ich habe gesehen, du hast ein Gewinnspiel sogar, wo man einen Platz in der Erfolgsformel gewinnen kann, was ich auch mega cool finde. Also wer jetzt sagt, das würde mich total interessieren, das ist der Kurs, ich brauche genau diese Grundlagen, der kann sich für dieses Gewinnspiel hier einmal auch anmelden. Ja. Und die Infos sind alle in der Gruppe drin. Das findet ihr dann alles dort im Detail. Also ich bedanke mich sehr, Elisabeth. Ich finde das total toll, das Thema. Ich werde dich jetzt auch verfolgen, weil ich finde es sehr, sehr spannend, wie du da herangehst an diese, wirklich deine Erfolgsformel, die du ja auch schon zeigst, wie die Schritte funktionieren und worauf wir achten müssen. Ein bisschen was hast du jetzt auch schon erzählt. Ich danke dir da sehr für. Haben wir irgendwas vergessen? Gibt es noch so eine Sache, die du auf jeden Fall mitgeben möchtest an die, die jetzt zuschauen? Du hast jetzt gerade ganz viel angesprochen. Etwas, was mir, du hast auch einen meiner wichtigsten Werte angesprochen, und das ist Leichtigkeit. Ich bin auch mit meinem Team und egal wo, wenn es nicht leicht geht, dann mag ich es nicht. Also auch wenn wir so in Teamsitzungen sitzen, dann wird es immer so komplizierter und komplizierter, das kennst du bestimmt auch. Und ich bin dann immer die, die sagt, stopp, entweder es geht leicht oder wir machen es nicht. Ja, wenn das jetzt kompliziert wird, mache ich es nicht. Und das gilt wirklich, egal worum es geht, das gilt in allen meinen Lebenslagen. Ich finde, also wenn es nämlich leicht geht, dann flutscht es auch so schön und dann ist es auch, ist es auch freudvoll und dann fließt die Energie. Wenn Sand im Getriebe ist, das ist immer ein deutliches Zeichen dafür, dass man nicht im Einklang ist, dass irgendwas nicht passt oder dass man es auch einfach nicht machen soll. Und das, was mir wirklich, wo ich einfach immer eine große Freude habe, ich erlebe viele Geschäftsmamas kommen zu mir und sagen, ich habe eine Idee, ich will das gerne machen, aber ich weiß nicht, funktioniert diese Idee oder ist das überhaupt ein Blödsinn, ich bin mir nicht sicher.
Das wären dann ganz oft die erfolgreichsten Geschäftsmamas, die sagen, ich will da jetzt mal loslegen, ich bin aber noch nicht ganz klar. Das ist super. Also der Wille zu tun, den braucht es. Die Idee, die kann sich noch im Laufe des Tuns entwickeln. Es braucht den Willen, es braucht den Mut. Und dann findet sich auch der Weg. Super cool. Das finde ich auch nochmal sehr spannend. Wir haben einige Kommentare hier bekommen. Wie machen wir das mit der Zielgruppenfindung? Und das ist ja genau das, was du dann unterstützt. Ja, also da könnt ihr heute die Aufzeichnung euch nochmal anschauen. Das war heute früh um 10.30 Uhr. Es wird jetzt morgen dann auch 10.30 Uhr sein. Und Elisabeth macht auch Fragerunden und alle Videos werden auch aufgezeichnet. Also wenn ihr nicht könnt, gar kein Problem, wird alles aufgezeichnet. Und da könnt ihr dann nochmal tiefer in dieses Thema reingehen. Das schaffen wir jetzt heute alles gar nicht. Aber, also die Zielgruppe haben wir heute auch angesprochen. Wie finde ich meine Zielgruppe? Sehr gut, wunderbar. Ich freue mich sehr. Vielen Dank, Elisabeth. Ich bin schon ganz gespannt auf die Webinare, die jetzt noch folgen und deine Q&As, die du auch machen wirst in der Gruppe. Ich merke einfach, die Energie ist eine ganz tolle. Also es macht richtig Spaß, dann auch so mit so einer Community zu arbeiten, wo einfach der Wille da ist, was du gerade gesagt hast. Ja, der Wille muss da sein. Ich habe jetzt einen Claim letzte Woche mit meinem Team herausgefunden und wir helfen anderen oder geben dir die Chance, die Welt zu verändern. Und ich sehe einfach, dass du das so wunderbar machst mit deinem Thema und die Menschen hier unterstützt, auch ihre Idee nach außen zu bringen. Und genau da setzen wir jetzt an. Also vielen Dank, Elisabeth. Meldet euch an für die Webinarreihe völlig kostenlos. Ja, ihr könnt euch einfach anschauen, wie arbeitet die Elisabeth, wie findet ihr das, was sie da macht. Und wenn ihr dann Bock habt, da wirklich auch in die Tiefe reinzugehen und auch sagt, ich möchte da jetzt wirklich mal mein Gerüst schaffen und wirklich diesen Grundstein legen, dann schaut euch die Erfolgsformel an. Im Oktober geht es los, also in 2 Wochen startest du und da könnt ihr dann wirklich 12 Wochen lang von der Elisabeth begleitet werden. Und das ist, kann ich jetzt schon sagen, ein ganz, ganz tolles Projekt. Ich würde es euch sehr wünschen, wenn ihr damit macht, die Elisabeth. Macht das einfach wunderbar und wir sehen uns dann auf jeden Fall in deiner Gruppe wieder. Nein, ich danke sehr und es ist echt eine große Freude, hier zu sein. Und es ist so schön, was du jetzt gerade auch gesagt hast. Was hast du mit deiner Gruppe erarbeitet, mit deinem Team erarbeitet? Wie war genau der Claim? Deine Idee, die Chance geben, die Welt zu verändern. Geil. Das habe ich Gänsehaut. Das ist so schön. Genau das. Genau darum geht es. Frauen zu stärken, Mütter zu stärken, dass sie ihres machen und damit die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Ja. Genau. Toll. Danke sehr. Sehr schön. Wir sehen uns in der Gruppe. Bis dann, ihr Lieben. Ciao.